So haben wir jetzt endlich schnelles Internet in Lindo. Ich muss weitermachen, tut mir leid. Ich kann nicht warten, das schnelle Internet. Uff, tata. Ihr wollt jetzt einmal hier rumlegen um das Haus oder was ist los? Einmal um. Mann! In den nächsten Jahren wird die Telekom fast alle Nahbereiche in ganz Deutschland mit Vectoring versorgen. Wir sind heute in Lindo in Brandenburg und wollen uns mal angucken, wie das vonstatten geht. Das sind fast 6 Millionen Haushalte in Deutschland, die von diesem Nahbereichsausbau profitieren, die alle, wenn es fertig ist, schnelles Internet bekommen werden. Jens, du zeigst uns heute mal hier in Lindo, wie so der Umbau von so einem Nahbereich funktioniert. Kannst du mal kurz erklären? Ja, wir bauen als erstes ein neues Gehäuse auf. Dazu muss das alte abgebaut werden. Dann blasen wir Kabel ein für die Fernspeisung und für die Glasfaser. Und dann kann ich euch noch zeigen, was wir dann abbauen können in der Vermittlungsstelle. So, hier haben die Kollegen jetzt von der Firma schon die Alttechnik demontiert. Jetzt haben sie den neuen Sockel eingepasst. Der steht schon und jetzt heben sie halt die Alttechnik, was bestehen bleibt, die Kupfertechnik, heben sie jetzt rein und bauen dann das neue Gehäuse drüber. Können die denn, während das gemacht wird, weiter telefonieren? Die unterbrechungsfrei. Dafür sorgen wir, wir fassen da nichts weiter an und die können jetzt weiter telefonieren oder DSL machen, wie sie das schon das immer hatten. Jetzt hier in Lindo einer der ersten. Warum fangen wir in Lindo an? Ja, wir haben alle Nahbereiche in Brandenburg gewonnen, dass wir die ausbauen dürfen und wir werden es auch tun. Und wir fangen halt im ländlichen Bereich an, damit auch die Leute im ländlichen Bereich vom Glasfaserausbau profitieren können. So, da habt ihr es jetzt gerade mal sehen können, wie ein Umbau von einem KVZ auf einen MFG funktioniert. Altes Gehäuse abnehmen, den Kupferanteil stehen lassen. Ihr seht den da immer noch in dem MFG, so halbwegs liegen, wird noch ordentlich gemacht. Und dann kommt einfach oben die größere, breitere Klappe drüber. Auf der linken Seite wird dann die neue Technik eingebaut werden. Oben drüber seht ihr die Lüfter und das Ganze unterbrechungsfrei. Die Kunden konnten in dieser Zeit telefonieren und können in dieser Zeit auch weiterhin ins Internet gehen. Jetzt kommt das Glasfaserkabel hier ran, das bringen wir jetzt gleich da an. Nein, es ist jetzt nicht das Glasfaserkabel. Das Glasfaserkabel liegt schon hier unten unter der Erde in einer Muffe, das ist schon da. Was wir jetzt einziehen werden, ist das Fernspeisekabel. Wir bauen da ja Technik ein, aktive Technik, die braucht Strom. Und die kriegen wir aus unserer Vermittlungsstelle über dieses Fernspeisekabel direkt in den Kasten rein. Aber normalerweise ist es doch so, dass wir neben einem neuen MFG eigentlich so eine Stromsäule hinstellen. Ja, machen wir. Hier ist es aber im Nahbereich so, dass wir da durch die Nähe zur Vermittlungsstelle das einfach kostengünstiger lösen können mit diesem Fernspeisekabel. Ja, hier haben wir den Kabelziehstrumpf und da wird das Kabel dann hier hinten eingeführt. Ich mache das mit dem Finger jetzt und durch die Zugkraft zieht sich das hier oben zu und wird dann über die gesamte Strecke eingezogen. Ja, wir haben jetzt die erste Etappe vom Fernspeisekabel hierher gezogen und von da aus geht es jetzt weiter bis in die Vermittlungsstelle, bis zum Fernspeiseschrank, wo dann der Strom angeschlossen wird. Also hier ist der Fernspeiseschrank, da wird dann der Strom für den Multifunktionshäuser draußen dann angeschlossen. Überall Strom. Ja, nicht reinfassen. Nee, bitte nicht. Jetzt sind wir hier in der Vermittlungsstelle. Hier kommt relativ viel Kabelzeugs an. Erklär mal, was wir hier sehen. Genau. Wir waren ja draußen an dem Multifunktionsgehäuse, als wir das aufgebaut haben. Da war ja noch was drin, was Altes im Kupferbereich, was wir brauchen für die Kunden. Und hier kommen die ganzen Leitungen von den Kunden an. Die sind hier in den Kabeln mit drin und werden dann hier weiter verteilt in die Technik hinein. So, jetzt haben wir die Kabel gesehen und die Kabel werden jetzt hier an diesen senkrechten Streifen abgeschlossen. Weil wir müssen die ja mit der Innentechnik irgendwie verbinden. Da gibt es hier ganz viele kleine braun-weiße Drähtchen, manchmal sind die auch schwarz-weiß, wo wir dann die Verbindung zur Innentechnik herstellen. Hier kommen jetzt von der da drüben liegenden Seite, wo wir die Kabel hatten, kommen jetzt die braun-weißen Drähtchen wieder an und gehen hier auf so einen Port und da liegt dann im Kupferbereich die Rufnummer an.
im DSL-Bereich, in der neuen Technik, machen wir das anders. Da gehen wir ja mit einem Glasfaserkabel raus und der Schrank steht hier drüben. Die Glasfaser versorgt dann direkt draußen die Technik und geht von der Technik dann in das alte Kupfernetz. Mit anderen Worten, das, was wir da sehen, diese alte Technik, wird verschwinden und durch diese mittelfristig ersetzt. Genau. Dann guck doch mal, was wir hier in den Glasfaserbereich machen. Du wirst Parallelen zum Kupferbereich sehen. Wenn wir hier mal gucken, das sind unsere Glasfaserverbindungen. Hier geht es nach außen und hier gehen wir dann in die Innentechnik zum Internet. Also das da hinten ist die alte Technik und das ist die neue Technik. Ja, richtig. So, kannst du mir jetzt die alte Technik auch nochmal zeigen? Also die alte Vermittlungstechnik kann ich dir zeigen. Gehen wir mal ein Dach nebenan. Gut. Das ist unser ADSL 2 Plus D-Step. Darüber werden jetzt gerade die Kunden versorgt mit Internet und DSL. Auch die im Nahbereich. Ja, wir haben dann draußen ja gesehen, dass wir da was Neues hinbauen. Und die, die hier jetzt drüber laufen, werden dann alle über den neuen Verteiler geschaltet, wenn die neue Technik installiert ist und können dann schneller das Internet kriegen. Die Kunden, die hier jetzt drauf sind, die kriegen 16 Mbit maximal. Ja. Abhängig von der Reichweite, genau, bzw. von der Entfernung, wie weit sie von hier weg sind. Ja. Die Kunden werden demnächst nicht mehr hier aufgeschaltet sein und werden dann auch mehr Geschwindigkeit kriegen. Genau. So, und diese Technik ist dann hier auch nicht mehr nötig. Richtig, die brauchen wir nicht mehr, weil draußen die Technik dann direkt an den BNG in der zentralen Stelle angeschlossen wird. Die ist nicht hier, sondern die haben wir in einer anderen Vermittlungsstelle stehen. Ich kann nicht mehr! Rudern ist Dreck dagegen! Da kommt er! Halt! Jens, wir haben jetzt an dem Standort gesehen, wie man es macht, wenn das Glasfaserkabel schon da liegt. Aber es gibt viele Fälle, in denen gar kein Glasfaser an den Multifunktionsgehäusen im Nahbereich dran liegt. Da muss man was machen? Ja, da müssen wir halt die Glasfaser irgendwie hinbringen. Und deswegen sind wir jetzt hier, da zeige ich euch mal, wie man das machen kann, wie wir das in der Regel auch tun. Wir haben jetzt also ein vorhandenes Rohr und da blasen wir jetzt ein kleinere Röhrchen ein, durch die wir dann später die Glasfaser noch hindurchbringen an den entsprechenden MFG. Speedpipe-Rohre sind jetzt hinten dran. Ja, die werden jetzt eingespannt in das System, kriegen dann Druckluft und werden durch die Druckluft in das Rohr hineingeschoben und bewegen sich dann quasi durch das gesamte Rohr aufgrund dieser Luftströmung, also auf dem Luftkissen. Und wir brauchen dafür ungefähr nur 5 Minuten. Das heißt, um zu sehen, wie diese Dinger auf der anderen Seite wieder rauskommen, müssen wir uns jetzt beeilen. Wenn die Jungs loslegen. Okay, genau. Dann rennen wir mal los. Volle! Drei Stück in hier. Kannst anhalten. Jens, du hast hier das Ende von einer Speedpipe in der Hand. Und das ist gerade hier rausgekommen. Jetzt erzähl mal, warum wir das so machen, dass es hier mit so einem Pfeil vorne drauf und so weiter und so fort. Habe ich verstanden. Also wir haben vorhin an den Speedpipes auf der Rolle diese Dichtung eingeschraubt. Dann haben wir Druckluft auf die Röhrchen gegeben, damit die einfach sich besser schieben lassen. Die werden halt einfach fester. Durch die Druckluft 10 Bar da drauf und dann können wir die ganz gemütlich durch das Rohr schieben. Hat ja 5 Minuten gedauert, war ja relativ zügig da. Und um den Druck wieder abzulassen, muss er natürlich abschneiden. Wir haben ja ein größeres Rohr da drin, da passen 3 so eine Röhrchen rein und wir nutzen dieses eine Rohr jetzt dadurch mehrfach aus, sondern wir nutzen jetzt einfach diese Röhrchen, blasen hier jetzt unser Glasfaserkabel ein. Nachher machen wir das mit einem noch, da kommt dann hier ein Glasfaser durchgeschossen, die anderen 2 liegen als Reserve da.
Okay, das war unser Video zum Nahbereichsausbau. Ihr habt gesehen, da gibt es so eine ganze Menge zu tun in den nächsten Jahren, wenn wir damit beschäftigt sein. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, dann nutzt die Anmerkungsfunktion unterhalb. Und ansonsten abonniert einfach unseren Kanal. Ciao!